Glücksspiel, Drogenhandel, Schutzgeld, Korruption, Immobiliendeals. Es geht um schwere Straftaten und schmutziges Geld. Deutschland ist absolut ein Paradies für Geldwäsche. Etwa 100 Milliarden Euro werden pro Jahr in Deutschland gewaschen. Geldwäsche ist nichts anderes als die andere Seite der organisierten Kriminalität und der Versuch von Autokraten und Oligarchen, ihr Geld in Sicherheit zu bringen. In Deutschland soll eine eigene Behörde Geldwäsche bekämpfen, die FIU. Doch die steht in der Kritik. Zu langsam, zu ineffektiv. Intern haben wir seit Jahren das Gefühl, es geht bei uns nicht um Geldwäschebekämpfung, sondern um die Verwaltung des Problems, um interne Politik und dass man nach außen gut dasteht. Was läuft schief beim Kampf gegen Geldwäsche? Wir haben monatelang recherchiert, Ermittler getroffen und geheime Fälle zugespielt bekommen. Einblicke in ein System, das versagt. Frontal. Das Geldwäschedesaster. Berlin in den Abendstunden des 11. Aprils. Mitarbeiter von Zoll, Polizei und der Stadt Berlin kontrollieren Wettbüros und Bars. Der Verdacht? Geldwäsche. Das machen wir teilweise mit angekündigten Kontrollen, teilweise aber auch unangekündigt. Bestimmte Branchen sind verpflichtet, jeden Verdacht von Geldwäsche zu melden. Zum Beispiel, wenn große Summen Bargeld fließen. Oder das Geld aus illegalen Quellen stammen könnte. Doch das passiert viel zu selten. Das Personal in einem Wettbüro wird intensiv befragt. Kennen Sie die Regeln des Geldwäschegesetzes? Die Ermittler haben Zweifel. Dabei geht es um viel. Wenn Sie Geldwäsche tolerieren, können Wirtschaftsteilnehmer einfach viel preiswerter wirtschaften als ehrliche Wirtschaftsteilnehmer. Geldwäsche zerstört Gesellschaften. Geldwäsche zerstört Wirtschaftszweige. Die Berliner Beamten, das erleben wir an diesem Tag, nehmen ihre Aufgabe sehr ernst. Doch großen Wirtschaftskriminellen können sie mit solchen Kontrollen kaum auf die Schliche kommen. Wie so ein großer Fall aussieht, zeigt ein Beispiel, das uns ein Polizeibeamter zuspielt. Zu seinem Schutz erzählen wir die Geschichte nur anonymisiert. Es ist ein kalter Tag im Herbst 2022. Ein Mann betritt die Filiale seiner Bank. Die Mitarbeiterin staunt nicht schlecht. Der sonst eher unauffällige Kunde zahlt 1 Million Euro ein. In bar. Und das zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit. Woher das Geld kommt, will die Angestellte wissen. Der Kunde macht vage Angaben. Die Mitarbeiterin wird misstrauisch und meldet ihren Verdacht an die zuständige Behörde, die FIU. Sie schreibt: Die Herkunft kann nicht verifiziert werden. Es widerspricht wirtschaftlichem Hintergrund des Kunden. Dann passiert viel zu lange nichts. Der Polizeibeamte erklärt uns den Grund. Der Fall, den Sie gerade gesehen haben, der stammt aus einer sogenannten Geldwäsche-Verdachtsmeldung. Hier geht es um eine Menge Bargeld mit unbekannter Herkunft und von der Bank auch schnell gemeldet. Eigentlich perfekt, um dagegen vorzugehen. Doch das Problem: Deutschlands Anti-Geldwäsche-Behörde, die FIU, hatte die Meldung viel zu spät an die zuständigen Ermittler bei der Polizei weitergeleitet. Das Geld war längst weiter überwiesen und damit weg. Schnelle Polizeiarbeit ist so nicht möglich. Das ist einfach total frustrierend. Dabei ist der Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland klar geregelt, zumindest auf dem Papier. Im Mittelpunkt die Financial Intelligence Unit, FIU, angedockt am Finanzministerium. Die Behörde in Köln soll Alarm schlagen, wenn es nach Geldwäsche riecht. Banken, Notare, Schmuckhändler, wer Verdacht schöpft, muss bei der FIU eine Meldung abgeben. Die soll den Fall prüfen, weitere Informationen beisteuern und an Polizei und Staatsanwaltschaft weiterleiten, um die Täter zu überführen. Allein 2022 gingen bei der FIU 337.000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen ein. Viele davon Kleinstbeträge, aber auch Millionensummen. Die FIU soll schauen, welche davon sind denn wirklich relevant und wo muss ein Landeskriminalamt einsteigen und das konkret aufdecken. Und diese Filterfunktion funktioniert aber nicht. Was läuft schief bei der Geldwäschebehörde? Nach Wochen der Recherche kommen wir mit einem Mitarbeiter der FIU in Kontakt. Er ist bereit, sich mit uns in einem Hotel zu treffen. Zu seinem Schutz will auch er anonym bleiben.
Die Stimmung bei uns ist miserabel. Viele wollen nur noch weg. Es sind einfach viel zu viele Meldungen. Es ist eine Flut. Die meisten können wir nicht schnell genug bearbeiten. Viele werden auch nie von Mitarbeitern angeschaut. Die sind praktisch für die Tonne. Die Ursache dafür sieht der FIU-Mitarbeiter vor allem bei den politisch Verantwortlichen. Die Geldwäschebehörde sei zu schlecht ausgestattet. Und das sei lange bekannt. Intern haben wir seit Jahren das Gefühl, es geht bei uns nicht um Geldwäschebekämpfung, sondern um die Verwaltung des Problems, um interne Politik und dass man nach außen gut dasteht. Der Whistleblower arbeitet im Herzen einer Behörde, die seit Monaten nicht zur Ruhe kommt. Christoph Schulte, einst Chef, trat im Dezember 2022 überraschend zurück. In einem Schreiben an den Finanzausschuss hieß es, aus persönlichen Gründen. Die FIU ist ein einziges Behördenversagen, das kann man so sagen. Diese Behörde ist einfach nicht funktional aufgestellt. Das ändert man nicht, indem man einfach nur den Kopf dieser Behörde austauscht, sondern da muss man an die Strukturen der Behörde ran. Der neue Leiter, der Schweizer Daniel Telesklav, hat zwar Erfahrung im Kampf gegen Geldwäsche, doch im Juli wird er eine Behörde im Dauerstress übernehmen. Fast 290.000 Meldungen waren bei der FIU liegen geblieben. Ein Skandal. Jetzt geht man hin und leitet alles mehr oder weniger ungefiltert an Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Und die versinken dann in einer Masse von Meldungen. Das legt alles lahm, ohne wirklich was zu bewirken. Wir bräuchten eine FIU, die die wichtigen Fälle schnell erkennt und weitergibt. Das Ausmaß des Skandals wird uns deutlich, als frontal eine Reihe weiterer gravierender Geldwäschevorgänge zugespielt werden, die nicht oder viel zu spät bearbeitet wurden. Beispiel: Ein Notar soll einen Immobiliendeal vertraglich fixieren. Kaufpreis rund 1 Million Euro. Käufer des Objekts ist eine Firma, wir nennen sie Silverstar Invest. Wenig später will die Firma das Objekt weiterverkaufen. An die ähnlich klingende Silverstar Corp. Kaufpreis jetzt 5 Millionen Euro. Von 1 Million auf 5 Millionen Euro. In nur kurzer Zeit und ohne nennenswerte Investitionen. Der Notar meldet seinen Verdacht an die FIU. Zitat: Wirtschaftlich nicht plausible Transaktion. Geldwäsche. Seit 1,5 Jahren liegt das bei uns herum. Dabei ist das für mich ein glasklarer Verdacht für Geldwäsche. Dafür müsste sich bei uns aber jemand die Arbeit machen und prüfen, woher das Geld kommt. Viel zu spät schickt ein Analyst der FIU den Fall weiter zur Polizei. Das Ganze könne, Zitat, im Zusammenhang mit einer Straftat stehen, an sie zur weiteren Prüfung abzugeben. Wir kommen mit einem weiteren Polizeiermittler in Kontakt, der mit dem Immobilienfall vertraut ist. Er ist nicht überrascht und schreibt: Jetzt sind fast alle Spuren verwischt und es ist fast unmöglich, die Herkunft des Geldes und die Hintergründe zu klären. Mir tun die Leute bei der FIU fast leid. Das sind so viele Fälle, die bei denen landen. Damit sind sie komplett überfordert. Das ganze System, wer wann was meldet, müsste neu organisiert werden. Wir treffen in Frankfurt Andreas Frank. Ein Mann, der der Bundesregierung seit Jahren auf die Finger klopft, damit endlich was passiert im Kampf gegen Geldwäsche. Andreas Frank ist ehemaliger Banker. Sein hartnäckiger Kampf führte zu 2 Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland. Trotzdem hat man in Deutschland nichts getan. Und da ich das schon über 25 Jahre mache, habe ich immer mehr den Eindruck, hier ist Vorsatz. Die organisierte Kriminalität steht nicht still. Wir werden weiter unterwandert. Unser Staat wird systematisch ausgehöhlt. Und er lässt nicht locker. Jetzt will er sogar Anzeige gegen Olaf Scholz und Christian Lindner erstatten. Auch wegen Strafvereitelung. Diese Leute müssen sich alle dafür verantworten, dass sie nichts tun, dass sie bewusst wegschauen. Was aber sagt der zuständige Bundesfinanzminister dazu? Auf eine Interviewanfrage erhalten wir zunächst keine Antwort, konfrontieren ihn deshalb im Bundestag. Hallo, Herr Lindner. Guten Tag, grüße Sie. Deutschland gilt als Paradies für Geldwäsche immer noch. Warum tun Sie nichts dagegen?
Wir bilden eine neue Bundesoberbehörde und Sie tun jetzt gerade so, als sei das eine total investigative Recherche. Dabei hätten Sie einfach im Ministerium anfragen können, dann hätten Sie einen regulären Gesprächstermin bekommen. Und jetzt erwecken Sie den Eindruck gegenüber den Zuschauerinnen und Zuschauern, wir wollten nichts sagen und Sie müssten quasi auflauern, weil sonst gäbe es keine Antwort des BMF. Das haben wir getan. Wir haben noch keine Antwort bekommen. Insider berichten uns von schlimmen Zuständen bei der FIU. Warum kriegen Sie das nicht in den Griff? Die hat doch einen neuen Leiter. Ob allein ein neuer Leiter hilft, angesichts der Missstände bei der FIU, kaum vorstellbar. Tatsächlich will Lindner eine ganz neue Behörde aufbauen. Sein Ministerium schreibt uns später auf Nachfrage, Zitat: Ziel ist es, dezidierte Kapazitäten und Kompetenzen im Bereich der Bekämpfung von bedeutsamen Fällen der internationalen Geldwäsche mit Deutschlandbezug in einer Behörde zu bündeln. Experten haben Zweifel, dass das die Lösung ist. Wir sind der tiefen Überzeugung, dass Minister Lindner mit dieser Entscheidung in die völlig falsche Richtung rennt. Am Ende wird die Geldwäschebekämpfung dadurch komplizierter, behäbiger, strukturell unübersichtlicher und wir haben wirklich keinen Benefit dadurch. Die Kritik will der Finanzminister jedoch nicht auf sich sitzen lassen, geht Anfang Mai nochmal in die Offensive und verspricht Großes. Eine massive Stärkung des Zolls im Kampf gegen Geldwäsche. Mit neuen Stellen und künstlicher Intelligenz, die den Fahndern bei der Spurensuche hilft. Reicht das? Experten sind skeptisch. Sie fordern, dass wer viel Geld bewegt, nachweisen muss, woher es stammt. Nur so sei Geldwäschebekämpfung effektiv möglich. Wenn ich als Mafioso oder als Autokrat aus irgendeinem Land, wo ich der Bevölkerung das Geld aus der Tasche ziehe und das in Sicherheit bringen will, Angst habe, dass es in Deutschland nicht in Sicherheit ist, weil die Behörden mir das im Zweifelsfall wegnehmen können und das auch tatsächlich tun, dann wird Deutschland seine Rolle als Geldwäscheparadies verlieren. Doch danach sieht es bisher nicht aus. Zurück nach Berlin, zu einer Geldwäschekontrolle. An einem Spieltisch werden mehrere tausend Euro Bargeld gefunden. Zwei der Männer wollen fliehen, doch die Beamten fassen sie im Hinterhof. Das viele Geld beschlagnahmen sie nicht. Brauchen wir strengere Gesetze gegen Geldwäsche? Was denkst du? Schreib es in die Kommentare, lass uns ein Abo da und aktivier die Glocke. Vier Gründe, warum Geldwäsche in Deutschland so einfach ist, siehst du in unserer Doku links.